Und damit herzlich willkommen zu unserem Sonntagsstream. Alle Leute haben es sehnsüchtig erwartet, der zweite Teil von Twine kommt. Nachdem wir unser Let's Play am Sonntag mit Grün Twine 1 so gefeiert haben in der Community, gibt es dieses Wochenende, heute am Sonntag, den zweiten Teil. Grün ist auch dabei. Ja, Grün, hi. Hallo. Ich bin ein bisschen heiser. Der Stream von gestern ist auch explodiert. Ja, war richtig gut. Es gab einmal drei tapfere Helden. Erwählt von einem Artefakt, dessen Name lautete der Twine. Du kennst die Geschichte über ihr Treffen und wie sie Champions ihres Königreichs wurden? Höre die Geschichte ihres neuesten Abenteuers. Etwas Mysteriöses und Magisches ging im Wald vor sich. Der erste der drei Helden war Amadeus, ein Zauberer. Vielleicht nicht der mutigste oder der mächtigste, doch war er schlau und verständig. Dann war da noch Pontius, der Ritter, furchtloser Beschützer des Reichs, der gutes Essen, Tränke und den Kampf liebte. Und zu guter Letzt Soja, eine Diebin. Eine Unternehmerin. Soja, eine Unternehmerin. Sie war geheimnisvoll und in einer dunklen Nacht nur ein vorbeihuschender Schatten. Ich möchte nicht. Start! Oh, hallo! Wow, was ist das hier für eine, ja, das was ist das hier für eine geile Disco-Kammer? Ja, ich glaube, oh, ui. Grün, so sieht das doch bei dir zu Hause aus, oder? Überall irgendwie funkelnde Neon-Geschichten und du hast bestimmt auch 7 Lavalampen in deinem Gaming-Room. Ich Lavalampen, ich hätte auch mal gerne eine gehabt, ja. Ich würde gerne auch eine haben. Also in unserem Hintergrund wird ja noch ein bisschen was passieren, je nachdem. Was machst du denn hier? Kann ich nur Dreiecke? Nee, ich kann nur Vierecke. Oh. Nee, guck mal, ich kann auch keine Plattform. Das ist ja schon mal gut. Ich werde... Wie heißt er denn? Ich weiß nicht, wie der Typ heißt. Amadeus? Amadeus. Nein. Nein, den... Oh! Oh, das hast du eine magische Lösung? Ein Rätsel. Oh, ja, das... Oh, hier. Ein Rätsel. Wow. Ah. Aua. Bewege den Cursor um den Felsblock. Oh ja. Tu mal so, als wenn ich das auch gemacht habe. Mit seiner Magie. Ah, da oben ist was, guck mal. Anheben. Ah. Hier. Komm, mach mal so. Warte. Ach, ich mit meiner. Warte, ich mit meiner Sprungtaste wieder. Echt? Ist das noch nicht gefixt? Nee. Juhu! Wow, du hast 2 Errungenschaften auf einmal gekriegt. Boah. War hier oben noch was? Hier kann man nicht. Wir haben schon 4 Leute im Stream. Hallo, Twitch! Wir sind da! Kisten aus dem Nichts herbeizaubern. Herzlich willkommen! Oh, Kisten aus dem Nichts herbeizaubern. Oh, ja. Das finde ich schon mal gut. Ja, ja, ja. Das finde ich auch. Oh, hier funkelt Glitzerzeugs. Ich stehe da total drauf, ne? Alles, oh, ich kann schaukeln. Funkelt, glitzert und glänzt. Das Licht bewegte sich durch den Wald und führte Amadeus weiter. Hui! Amadeus. Staunen hin und her gerissen, er ihn. Da war richtig Spaß dran, Leute. Juhu! Da war richtig. Da war richtig, richtig Spaß dran. Nee, ich glaube nicht. Schaukeln ist doch toll, steht da jeder drauf. Ja, ich habe letztens bin ich an einem Spielplatz vorbeigelaufen und dachte, also normalerweise ist es ja, also rein rechtlich darfst du ja, nachdem du, ich glaube, 14 bist, wenn du über 14 bist, darfst du auf einem Spielplatz nicht mehr alleine spielen, wenn du nicht in Begleitung eines unter 14-Jährigen bist. Das heißt, echt? Wenn du natürlich Mutter bist und wenn du Mutter bist und ein eigenes Kind hast, dann darfst du natürlich mit diesem Kind auf einen Spielplatz gehen, aber du darfst nicht alleine als 20-Jähriger auf dem Spielplatz abhängen. Mhm. Das darfst du nicht. Ich verlange zu Keine Ahnung, warum. Wissen, was hier passiert. Vielleicht wegen der Pädophilen? Oh Gott, ey, ich stehe ja nicht mit dem Van am Spielplatz und verkaufe Süßigkeiten. Hey, ich möchte einfach nur eine Runde schaukeln. Wo? Pontius heißt er. Pack deine Sachen. Wir müssen ja, der Krieger heißt Pontius. Pontius. Oh, das geht gar nicht, Pontius. Das geht gar nicht. Zu Hause, die auf mich warten. Ich kann nicht.
Ey, Pontius, das geht mal gar nicht, Alter. Was mit dir? Das Königreich ist in Gefahr. Stimmt, der Zauberer der drei Kinder, ne? Die alle die Flammenmagie oder was war das? Genau, den Feuerballzauber. Den Feuerballzauber. Die haben den Feuerballzauber gemeistert. Dann hör mal zu. Hör mal zu. So, siehst du hier, ich hab halt schon wieder alles. Kacke. Aber ich werde wieder Pontius spielen, also wir überlassen Grün den Rest. Sirius. Ich hau hier alles. Oh, Sirius hört mich nicht. Sirius hört mich nicht, leider. Weil es gibt doch ein Riesenkürbis. Den kann ich nicht kaputt machen. Oh, halte springen gedrückt, um höher zu hüpfen. Achso, Hui. Sirius. Achso, Sirius, bist du im Stream? Wir brauchen wirklich noch einen dritten Spieler. Und wenn du Bock hast, dann komm jetzt vorbei. Du kannst noch einsteigen bei uns. Wir haben noch nicht so viel gemacht. Das Spiel, die ganze Spielreihe, wenn du auch Lust hast auf Twine 2 und 3 und 4, dann gibt es die Möglichkeit, dir das Spiel zu holen für 12,50 €. Alle Teile für 12,50 €, sodass du die nächsten Sonntage auch mit bei uns dabei sein kannst. Yes. Für 12,50 €. Alle Teile. Schick den Link. Kannst du einfach runterladen. Und dann kannst du jetzt hier noch mit dabei sein. Was passiert hier? Ey, das sieht grafisch auch immer noch nach wie vor einfach geil aus, ne? Ich finde es so hübsch, wie das gemacht ist. Ich bin Pontius der Mutige. Müssen wir das hier besiegen? Ja. Aber er wusste, dass das Artefakt ihm helfen würde. Pontius war glücklich. Er konnte sich keine bessere Aufgabe denken, als sein Königreich zu retten. Ich habe überlegt, ob ich hier mir in der Nacht von unserem in den Schatten verborgen, versteckt vor dem schimmernden Mondlicht. Von unserem Bestellservice habe ich überlegt, ob ich mir einen Greenscreen kaufe, den man hier hinten einfach hochziehen kann. Und dann würde ich mit dem T-Shirt natürlich, ja, da hätte ich nur Arme und einen Kopf. Ah ja, wie war das mit dem? Oh, okay, habe ich verstanden. Das hier können wir abschießen, glaube ich. Hab ich Feuerbogen, Eisbogen. Habe ich keinen normalen Bogen? Kann ich nicht normale Pfeile schießen? Ich habe keine normalen Pfeile mehr. Ja? Du hast auch nur Eispfeile, oder? Du hast keine normalen Pfeile mehr. Hui. Ja, ich habe auch Zoe heißt die, ne? Ja. Zoe. Zoe. Gab's hier was? Ich spring mal hier rein. Nee, da. Oh. So funktioniert das. Ich dachte, hier gibt's noch irgendwelche Goodies, die wir hier einsammeln können. Ich wurde gestern auch gefragt, hey, wie kann man euch unterstützen? Grün, weißt du, wie man uns unterstützen kann? Du als, unterstützen? Als CWG-Mitglied, weißt du, wie man das kann? Oder? Nee, sag mal. Ja, wir haben ja geilen Merchandise. Wir haben ja T-Shirts, Hoodies, Jogginghosen, Tassen, Kissen. Alles Mögliche. Im Shop. Und das ist überhaupt gar nicht schwer zu finden. Generell sind wir gar nicht schwer zu finden, weil ihr müsst einfach nur bei Google Cuteverse Germany eingeben. Und dann ist die erste Google-Seite, sind nur wir. Und auch da, wenn ihr auf Bilder zum Beispiel geht, ihr findet unser Merchandise. Bei Google. Einfach ganz normal. Ja? So, ich muss mal kurz ein bisschen leiser machen. Noch mehr rumschreien. Nee, weil ich würde dich teilweise gar nicht. Du hörst mich gar nicht. Nee, weil der Sound so laut ist hier. Oh, wow. Halte nach oben und nach unten gedrückt. Um Seilwinde. Bla bla bla. Hoch, runter. Miau, miau. Ciao, miau.
Ich weiß gar nicht, ob ich schon unsere neuen Follower alle vorgelesen habe. Wir haben seit gestern Foxcraft. Ach nee, gestern. Moment. Gestern im Stream kam dazu André. Der war gestern dann auch mit im Stream. Mit dem haben wir Spider-Man gespielt. Dann kam dazu Penetrator. Bulli und Funtex1337 kam dazu. Für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben. Es wächst. Es wächst. Wir haben schon 17 Follower. Ja, schön. In unserer zweiten Woche haben wir. Ja, das liegt alles an dir, Grün. Ach. Du bist hier. Du bist hier die, die den ganzen Fame hat. Der Train. Alle sind nur wegen dir da. Joa. Beschäftigt. Dafür gibt es eine absolut gute Erklärung. Vor eurem ewig langen Stream war ich auch nicht dabei. Das habt ihr ganz alleine gemacht. Etwas Seltsames geht vor. Ja, aber wir haben ja nur über dich gesprochen. Also war der Trine wegen der drei Helden gekommen und das Abenteuer war bereit für sie. Amadeus sorgte sich um seine Familie, während Pontius sich auf ihre neue Aufgabe freute. Soja stellte sich natürlich vor, was für einen sagenhaften Schatz sie finden könnten. Und was hat sie sich? Ja, ein Schatz. Was hat sie sich da ausgedacht, Schönes zu? Also nicht jetzt. Oh. Boah, das sieht so geil aus, ne? Oder ich muss mal ganz kurz diese Aufnahme hier. Boah, ist das fett, wie cool das aussieht, oder? Das ist so hübsch. Da kommt der Twine. Das ist mit so unglaublich viel Liebe gestaltet. Das ist so hübsch, wirklich. Ich bin ein absoluter Twine-Fan. Ich brauch die drei, ne? Und hier, der hier. Wie kann man dann nochmal wechseln? 1, 2, 3, die, So. Ich mach mich nochmal kurz raus. Hier, wir haben Fähigkeitspunkte. Ja, ich habe noch einen Fähigkeitspunkt. Explosiver Pfeil habe ich noch nicht gelevelt. Tarnverkleidung habe ich noch nicht gelevelt. Ansonsten von Amadeus und Pontius habe ich schon alles durch. Siehst du, dann passt das doch. Ich habe hier von Amadeus noch gar nichts, nur von der Diebin. Ich habe gar nichts gemacht. Und ein bisschen vom Pontius. Genau. Oh, ich kann hier alle zurücksetzen. Drücken. Und dann? Das weiß ich nicht. Soll ich drücken? Wenn du lustig bist. Aber dann kriegst du, glaube ich, einfach nur die Punkte zurück, oder? Du bist im Begriff, alle Fähigkeiten zurückzusetzen. Willst du das wirklich tun? Soll ich das wirklich tun? Ja, ich mach's auch mal. Übernehmen. No risk, no fun. Ah ja, okay. Ja, ich krieg die Fähigkeitenpunkte wieder. Jetzt ist natürlich die... Ja... Ich glaube, ich kriege das während des Gameplays nicht hin, drauf zu achten, wann wir wie viele Fläschchen einsammeln und das alles mitzuzählen. Ja, okay, komm, dann Upgrade kaufen. Wir kaufen alle Upgrades nochmal hier. Zack, wir sind hier Witch. Ja. Kaufen hier Witch, alles. Super Hammer hier. Ja, wir haben natürlich absolut alle Cheats und Hacks aktiviert, ja. So wie man uns kennt. Und kaufen hier einfach alles. Von vornherein, wir fangen mit dem Gameplay an und sagen, ja, wir lieben das zu cheaten und zu hacken. Nein, natürlich nicht. Ja, sowas gehört sich nicht. Macht sowas nicht. Meinst du, es wird ein bisschen rätseliger? Dieses Mal? Keine Ahnung, ich hoffe es. Hier oben ist so eine Pflanze. Nicht sehr anspruchsvoll. Kann ich da raufspringen vielleicht? Oh, ja, sowas? Nee? Ja, theoretisch kannst du auch. Mit so einem... Warum schaffst du das schon wieder? Mit dir nicht. Ja, ich will ja nicht auf die Figur ansprechen. Aua! Oh! Oh. Da waren Stacheln! Oh mein Gott! Oh nein, ich kannst bin... Kannst du doch die Zauberin, die Demon spielen? Ey, wir sind 3 Meter gelaufen und ich bin... Ich bin jetzt schon tot. Oh, oh, oh. Also, das Blatt kann man nicht weiter belasten. Aber vielleicht, genau, vielleicht kommt es ja so rauf. Wow. Guck mal den anderen Balken. Hey, okay, nee, da ist nichts.
Und ich eben komme mit. Ah, da unten ist ein Flash. Ich bringe den nächsten Charakter auch noch um. Da unten ist ein Flash, siehst du das? Ja, genau, du bringst es gerade um. Wo ist ein Flash? Ups, ah. Hier oben, da, guck mal hier. Ach, da unten? Hier, guck mal da, rechts. Ach, dahinter? Das hab ich nicht gesehen. Ah. Oh. Mächtig. Grün hat natürlich wieder für alles eine magische Lösung. Hast du die nicht kaputt gemacht gerade? Nee, was ist mit deinen Pfeilen hier? Das muss alles grün gewesen sein. Grün ist hier die mächtigste. Der fähige Zauberer. Ja. Genau. So, jetzt muss ich mir ein bisschen mehr in Schwung bringen hier. Ja, müssen wir das? Nein, aber nicht runterfallen dabei. Hier ist irgendwie auch noch diese Pflanze im Weg, glaube ich. Kann hier nicht mehr. Oh mein Gott. Ach, auf die kann ich ja draufschlüpfen. Ach Gott, ja. Man könnte ja. So. Ah, hier ist ein Blatt. Ah, da ist ein Blatt. Das habe ich nicht gesehen. Oh, ich kann hier. So. So. Ich muss es irgendwie schaffen, darüber zu kommen. Kann ich hier auch noch. Oh ja. Mensch. So blöd zum Hüpfen. Hüpf. Und dann noch mit dem Handicap. Naja, ich springe jetzt mit der Pfeil nach oben. Mit der W-Taste. Ja. Das stelle ich mir total schwierig vor. Ja? Ja. Das ist so unintuitiv irgendwie mit der W-Taste. Weiß nicht. Oh, was ist das denn hier? Kannst du es bewegen? Kannst du es schweben lassen? Natürlich nicht, wenn du draufstehst, aber. Nee. Damit irgendwas tun? Nee. Will ja nicht. Was ist das für ein komisches Ding hier? Das ist eine neue Mechanik. Das ist tatsächlich. Im zweiten Teil geht es ein bisschen mehr um magischen Erfolg hier. Ja, genau. Zack, nämlich genau so. Ui. Ja. Genau so. Das sieht so geil aus, hier mit dem Wasser und hier im Hintergrund, wie das alles da durchleuchtet. Oder? Das sieht so, so hübsch aus. Ich finde diese Wasseranimation, oh, das ist. Was hat das jetzt gebracht, dass wir hier hochgekommen sind? Das hat dir bloß die Mechanik beigebracht, das ist ein Tutorial hier, sozusagen. Ach so. Beziehungsweise brauchen wir das da. Ah. Oh, ja, ich bleib hier stehen, ja. Das ist mal die Pflanze eben. Wo bleibt denn das? Ich glaube, du blockst das Wasser. Nee, doch nicht. Na ja, jetzt bin ich wieder fett genug hier um. Ich hab die Message schon verstanden. Wichtig. Ich sollte mal versuchen, ob das auch bei Kartoffeln klappt. Bei Kartoffeln? Yeah. Tüften, mein Schatz. Tüften. Brauch mal deinen Kräftenschlag. Ui. Oh, hier würde ich gerne hochgehen. Das sieht so cool aus, hier auch mit den ganzen Spinnennetzen. Oh, da ist eine Kiste, aber geht die vielleicht auch kaputt, wenn ich hier drauf gehe? Vielleicht, probier mal. Ich glaube, die muss man kaputt machen hier. Ah, damit der Stein. Oh, ja, Autsch. Spring mir auf den Kopf. Ach so, das ist total automatisiert hier alles. Haben wir alles gesehen, ne? Jetzt? Hä, war das nicht die Kiste? Nee. Ach, der alte Zauberer braucht eine Brille. Das sieht so. Guck mal hier mit diesem. Was ist er denn? Ob wir wohl gegen die kämpfen müssen? Hol deinen Piekser, wir kochen den großen Dicken. Oh, da kommen Gegner. Ah, da Gegner. Nicht. Rett mich. Ja, die müssen mal hierher kommen. Ja, wir machen das wieder so. Ich verteidige hier Grün und Grün macht die ganze Arbeit. Ach ja, es gab ein. Stimmt, wenn die mich angreifen, dann werden die so halb eingeeist. Stimmt, das ist schon ein Upgrade, was wir haben. Sind wir dafür hier? Eine einfache, unkomplizierte Aufgabe. Ups. Ich mag sowas. Ich nicht. Ich nicht. Ich finde die Stimme von Amadeus nicht so ganz passig. Hier ist, glaube ich, nichts. Das war nur für die Gegner. Also, die Stimme von Amadeus ist nicht schlecht. Aber ich hätte noch mehr. Der klingt nicht für mich. Der bräuchte so einen Gandalf-Flair, ne? Bin ich. Gandalf-Flair. Ist das eine magische Lösung? Nö. Nö. Kann ich hier auch. Oh ja, kann stürmen.
Zero! Hi, hi. Noch ein... Noch ein... Noch ein heißerer Typ. Noch ein... CWG-Mitglied bei uns auf dem Discord-Server. Langjährig. Oh. War das nicht toll? War das nicht toll? Das ist hervorragend. Ich hab, können wir hier hoch? Guck mal. Kannst du da, kannst du das... Ach so, ja. Na ja, ich weiß nicht so genau, ob wir... Du kannst ja nur eine Kiste gerade, ne? Nö, ich kann schon mehr. Oh. Okay, ich versuch mal, hier hochzukommen. Zack. Da gibt's einmal Leben und dann ist da drüben... Brauchst du nochmal eine Kiste? Ja, vielleicht. Sprichst du an den Stacheln rum, als wäre da nix? Das ist ja... So, ich nehme meinen Hammer. Ja, hier komme ich nicht durch. Geht das auch noch? Nee. Brauchst du noch was? Nee, ist alles gut. War da überhaupt was? Ist nicht schon Hammer. Wie ist das? Fleißiges Trainieren mit dem Stürmer. Hinzu muss geladen werden. Drücke und halte dazu den Angriff. Oder werfen? Kann ich den Hammer werfen? Moment mal. Ah! Oh. Gegner! Hilfe! Wie war denn das? Ah, das ist Hammer werfen. Wo bist du denn? Oh, der macht hier alles kaputt. Ja. Da. Oh. Nein. Für was müssen die doch diese komischen blauen leuchtenden Dinger doch sein, oder? Irgendwas. Vielleicht ist das so ein so eine Art. Vielleicht sind das unsere. Ach nee, wir haben ja trotzdem diese Heilpunktkreise. Ich dachte, vielleicht ist das so Respawn-mäßig. Oh! Okay, wir müssen zurück. Ganz klar, Leute. Kaputt machen. Ganz klar, Leute. Wir müssen zurück und den einen. Kommen wir da noch hin? Wir haben noch kein Level abgeschlossen, glaube ich, oder? Ja, aber sind wir irgendwo hochgesprungen oder runtergefallen oder irgendwas, wo wir. Hier kommen wir nicht hoch, ne? Schaffst du? Bringst du uns da hoch? Schaffst du das? Nee, warte mal. Ja. Oh ja, ich könnte dich. Ich könnte dich da hochschießen tatsächlich. Warte. Warte, ich brauche ein Schild. Oh. Oh ja, ich kann ja magnetisieren. Stimmt, das funktioniert ja jetzt so. Oh, ich bin hoch. Genau, aber ich. Ich kann es nicht kaputt machen, außer mit der Zauberin vielleicht. Hat man das magnetisiert? Ich weiß gar nicht, ob der. Wo war denn da nochmal eins? Kacke. Oh Gott. Ach hier, ich hab's. Ja, ich komm halt bloß nicht mit. Oh, jetzt werde ich hingebeamt zu dir. Versuch das mal, kannst du das, such mal das irgendwie zu starten, zu stapeln. Vielleicht. Ich lass mal die anderen Kisten kaputt. Bin doch mal in ein anderes Reich. Ja, sag schön Gruß. Ja, vielleicht. Ja, ich bin oben. Ja, habe ich. Sehr gut, Grün. Hervorragende Arbeit. Bin begeistert. Yeah. Kommt nur selber nicht hoch. Von deinem magischen Talent. Ich bin wirklich... So, und dann mit dem Hammer drauf. Und dann haben wir's. Wir haben die Erfahrung. Da gibt es Erfahrung, ja. Das ist super. Und ich bin auch gleich wieder hier... gebeamt. Ja. Beam. Danke. Gerne. Figur wechselt in Anzahl auf V und C. Nee, das bin ich. So, hier waren wir auch schon. Da oben schwingt was. Boah. Was? Gott, was ist das für ein Sound? Zack. So. Oh, wer ist er denn? Weg mit dir. Oh, hier kann man ganz nach oben. Oh, nee, doch nicht. Ja, sammeln wir alles ein. Hast du alles? Ich guck nur gerade, ob man hier da hoch kann. Oh, eine Kiste. Oh. War hier wieder so eine Levelübersicht? Nein. Ich habe das Sammlergemälde noch einmal gefunden.
Du hattest dieses Sammlergemälde schon? Ja. Spielst du dieses Spiel hier gar nicht blind? Doch, schon, weil es ewig ist. Das gespielt habe, oh je. Was ist denn da los? Oh. Zack, irgendwie nach oben? Ja, hier. Ja. Kann ich hier nicht. Achso, da schon ganz oben hier? Nee. Ist zu schwer, da hochzukommen. Geht der überhaupt weiter? Nope. So, hier oben gibt's noch was? Da drüben. Was? Warum ist da nichts? Warum ist oder da nichts? Spaß oder was? Voll gebaitet hier. Hast du? Au! Aua! Oh, dieses Fliegen. Warum kann ich denn fliegen? Warte mal, ich. Gleiten. Gleitulon. Da sind wir wieder. Oh ja, ich kann ja mit dem Hammer. Achso. Au! Oh. Guck mal, da oben ist auch was gekommen hier. Können wir da vielleicht hoch? Guck mal. Ich glaube. Meinst du, wir müssen. Was ist wahrscheinlich gar? Geht's da weiter? Das weiß ich nicht genau. Ja, da oben ist. Ja, hier oben geht's weiter. Wir müssen erst runter. Erst runter, okay. Hm? Okay. Oh, hier so ein kleines Rätselding. Da. So, du könntest hochspringen. Ich hab's geblockt. Okay. Da ist ein Hebel. Soll ich ihn ziehen? Soll ich den Hebel machen? Ja, mach mal. Soll ich das Hebel? Hebulon? Was macht das? Oh! Siehst du das auch oder sehe nur ich das? Nee, das siehst nur du. Okay, cool. Ja, dann habe ich, aua. Ich hab dir mal was total Cooles vorbereitet. Mhm. Und zwar hier, guck mal, hier da oben ist jetzt hier so eine. Das hier. Das hätten wir ja auch ohne das geschafft. Da waren wir doch schon oben ohne. Aber guck, naja, mal, gut. Aber guck mal, hier ist jetzt so ein Loch da oben drin. Können wir da jetzt, ah, also weil die Plattform kam, können wir da vielleicht hoch? Oha. Ja, guter Anfang. Nee, da kommen wir nicht. Bist du sicher, dass wir da hoch können? Das weiß ich nicht. Gerne ausprobiert. Ich drauf springen. Ja, mach mal. Oh, au, ich glaube, ich komme da gar nicht hoch. Warte mal. Das finden wir jetzt raus. Hier. So ein bisschen. Ah. Ich muss hier mal ein bisschen zur Seite, sonst komme ich, glaube ich, gar nicht drauf. Ja, so. Willst du mich schießen oder soll ich springen? Ich kann dich nicht. Oder? Ich kann dich nicht schießen. So, ja, aber ich kann da nicht hoch. Nee, da werde ich abgeblockt. Ich kann nämlich nicht mehr schießen. Ich kann jetzt. Oh doch, ich kann doch. Ich kann doch schießen. Okay, ich weiß jetzt, wie schießen geht. Check. Schießen mit T. Aber ich glaube, man kommt nicht hoch. Schießen. Ah, Achtung! Boah. Hier, nimm mit dem Feuerschwert. Ich finde Feuerschwerter immer so episch, ne? Feuerschwerter sind so. Kannst du auch mein Schild hüpfen? Theoretisch. Also, nur um es mal ausprobiert zu haben. Kannst du diesmal im zweiten Teil auf meinem Schild stehen? Ja. Das ging im ersten Teil nicht, ne? Glaub nicht, nee. Nee, wir haben immer eine Kiste gebraucht. Nur auf eine Kiste, genau. Oh, ja. Noxi! Genau. Oh Gott. Gleich oh. Ui. Oh, wow. Pilze. Springpilze. Und Schlangen. Oh, hier ist wieder so ein. Was mit meinem Hammer kaputt, Ding? Zack. Oha.
Wie cool ist das denn? Springschlangen. Ich habe eine Kiste. Hätte. In der Theorie. Ah, nein. Ja. War allerdings was? Guck mal hier. Was ist denn das? Leuchtet denn hier? Hä? Habe ich das nicht mitgenommen? Nö, sieht nicht so. Die Kiste. Ja, das habe ich, hab ich extra für dich übrig gelassen. Ich habe das Ding kaputt gemacht und dachte, ja, grün. Grün braucht den Fame hier. Grün muss, damit alle Leute sagen, ja, Grün, du hast es geschafft, du hast die Erfahrung mitgenommen. Juhu. Das ist ein Kinderreim. Ich habe noch einmal das Sammlergedicht. Die triste Wildnis. Ich lieb sie ganz doll, auch noch im 8. Jahr. Ah, okay, er liest es sogar vor. Wir brauchen es gar nicht, wir brauchen es selber gar nicht vorlesen. Ist schon mal gut. Aha, hier glitzert was. Wir brauchen also von irgendwoher Wasser. Okay, habe ich verstanden. Was für ein lustig aussehender Fels. Oh ja, das hallo. Ich mach schon mal so. Genießt eine Dusche. Das ist allein. Das ist zum Beispiel eine Stelle, die alleine ein bisschen schwierig zu handeln ist, glaube ich. Obwohl. Nee, das bleibt so. Ja, das ist natürlich... Jetzt hast du eine Dauerkonstruktion gebaut. Das ist natürlich hervorragend. Oh, eine Schnecke. Schneckenlon. Einen gesunden Appetit. Das ist... Da oben aber nichts mehr, oder? Nee. Aber es ist so süß gemacht, oder? Hier mit dieser Schnecke, wie die dann hier einfach... Oh, guck mal, die haben den sie angelockt mit einem leckeren Salat. Ja, voll gut. So, diese kleinen... Diese Fühlerchen, die hat, die so ein bisschen leuchten und so. Ich finde das so geil. Brian, wirklich richtig, richtig schönes Spiel, finde ich. Oh, Gegner. Alle Teile. Ich habe ja alle Teile schon gespielt. Die sind tatsächlich alle sehr, sehr hübsch. Grafisch ist. Wir spielen auf unserem Kanal, spielen wir irgendwie nur hübsche Spiele, ja? Hebel benutzen. Das ist ein Hebel. Gulon. Kein Hebel. Ach da. Ah, hier. Da ist der Hebel. Nein. Grüner Spaß. Was machst du nur da? Versuch da hochzukommen. Eins höher. Ich hab einen Levelaufstieg. Warum hab ich einen Levelaufstieg? Ich hab Oh wow, ich hab 2 Fähigkeitspunkte. Soll ich dich da hochschießen? Will ich nicht, Ich kann ja jetzt schießen. Oh, nee, beide. Ja. Ich weiß nicht, wie ich das endmach. Nee, ja, vielleicht so. Warte, ich mach mal so und dann schießen wir dich in diese Richtung. Ich brauche wahrscheinlich oben machen. Ich wollte gerade sagen, du musst die Kisten auch irgendwie auseinanderreißen. Ich krieg die nicht mehr entmagnetisiert. So. Ja, das ist zu schwer. Das ist zu schwer, ne? Aber das geht vielleicht und dann mache ich. Na, das wird nichts. Kann ich? Ich kann hier nicht normal springen. So. Also will ich nicht so, also will ich nicht mehr so weit katapultieren wie früher. Naja, nicht hier auf dem Blatt. Ich könnte, guck mal, wenn ich hier einfach draufstehe und du auf mein Schild springst, geht das? Reicht das schon? Ja. Und wir so? Ja. 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 Na toll. Und was ist da oben? Nicht. Ja, das war nur um da. Oh. Wir sind so getriggert vom ersten Teil, ne? Weil da in jeder kleinen Ecke und Nische irgendwas versteckt war. Ja, genau. Und jetzt. Jeder kleine Ecke. Jetzt gibt's hier nix. Gibt's hier nix. Hebel? Muss ich den Hebel machen? Hier? Soll ich den Hebel machen? Ja, mach mal den Hebel. Hebel mal. Bin ich eigentlich auf Discord noch live? Ja, Moment, oder? Oh ja. Wir streamen auch auf Discord. Au! Ah! Oh. Verstanden. Ja, ja. Mach das für dich. Kein Problem. Guck mal so. Kannst du da quasi rüberspringen. Und ich denke mir was aus. Vielleicht bin ich schnell genug. Ja! Bin ich. Juhu! Hoppa, Gangnam Style. Da oben ist auch wieder was kommt. Naja, ich glaube, die baiten uns einfach. Ich glaube auch.
Wir haben auch noch nicht wirklich viel Erfahrung gefunden, ne? Also. Nee. Ich habe auch keine Levelanzeige mehr, oder? Informationen? Nee. Ritter sein Schild, bla bla bla. Ich habe auch keine Levelanzeige mehr, wie viel Erfahrung es in welchem Level gibt. 0 von 50 steht bei mir. Ich kann die zweimal sammeln, vielleicht. Wow. Hier ist zum Beispiel was, oder? Oh ja. Hier haben wir schon jetzt nach Hause. Gut gesehen. Ich habe da irgendwie immer kein Auge für. Ich bin so von dem Hintergrund abgelenkt. Sieht alles so schön aus, ja. Ey, guckt euch mal. Ich muss noch mal kurz hier rüberlaufen. Guckt euch doch mal diesen Hintergrund an. Wie geil sieht das denn aus, Alter? Wie schön ist das gemacht? Mit dem Regenbogen hier und überall so. Mit Wasserfall und so. Ist super geil. Liebe das. Liebe das. Oh, kannst du eine Seite eine Kiste stellen? Ist egal, ob vorne oder hinten. Eher hinten ja. Vielleicht. Ja. Oh ja, auf beide. Ja, hervorragend. Für alles eine magische Lösung. Beehren sie uns wieder. Grün. Achso, brauchst du das? Oh, warte. Nee, ist das? Doch, dann kannst du vielleicht links auf die andere Plattform. Ja. Ah, ich bin nicht... Kannst du überhaupt drauf? Naja, ich kann hier so dran, ja. Warte mal, ich kann hier so... In der Theorie können wir so machen. So geht's. Oh, warte. Oh. Warte. Aber ich glaube, da ist nichts. Für was ist das denn? Nur ums zu... Oh doch, hier ist ein Leben. Also so ein... Aber Herzchen. Herz, ja. Was ich auch spannend finde, ist, dass das Discord-Overlay gar nicht mit aufgenommen wird. Achso, das oben links? Ja, wenn ich jetzt hier auf meinen Main-Screen gehe, sozusagen, da habt ihr ja hier auch, weil wir in Fenstermodus spielen, da hier oben, da sieht man jetzt, dass ich spreche, das wird von OBS nicht mit aufgenommen. Nur mal so, also. Ja, soll ich dir helfen? Was schick? Hier, so? Oh, sehr schön, ja. Oh. Da ist noch einer. Versuch's. Bam. Oh Gott. Also das Down oder? Nee. Ich freue mich total auf diese Ark Survival-Geschichte, ne? Da habe ich richtig Bock drauf. Da ist wahrscheinlich eh wieder nichts, oder? Wollen wir gar nicht. Nee, ach. Ist nix. Wir werden hier gebaitet und gebaitet und gebaitet. Die ganze Zeit nur. Und wir spielen schon. Naja, knapp 50 Minuten, wir sind nicht mal durchs erste Level durch. Wir haben es richtig drauf. Wir schaffen das! Oh, hab ich auf dich geguckt. Ich dachte, ich bin du. Du bist ich. Wir sind wir. What? Oh, wer ist er denn? Aua. Na, das wird auch nichts. Nächste Mechanik? Das ist diesmal ein bisschen mehr was für Amadeus tatsächlich. So von den Mechaniken. Der zweite Teil, den fand ich echt gut. Genau, da kannst du zum Beispiel die Kiste schweben lassen. Oder, ist dir wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, hier gibt es noch so... Oder kaputt machen erstmal. Achso. Kann ich das denn umdrehen? Ja, mit A und D. So stimmt, ja. Ja. Verrückt, ne? Zack. Zack. Also im zweiten Teil. Im zweiten Teil ist es wirklich so, dass Amadeus ein bisschen mehr bei also den Rätseln beiträgt. Und naja, Pontius nach wie vor, der haut drauf, ne? Also. Haut drauf, ja. Kann halt immer noch nichts. Was für ein anmutender Ort. Anmutulon.
Ach, immer noch nicht durch. Meine immer noch nicht. Geht nicht so lange. Oh, Schlangenwurm. Oh, oh. Aua, boah, ich bin One-Hit. Ah, da sind ja auch noch Gegner. Ich wollte gerade sagen, springen wir in dieses da. Wie muss man das Ding denn treffen? Ich glaube, wir müssen hier den Hintergrund kaputt machen. Irgendwo. Ich bin schon wieder One-Hit. Warte. Ich glaube, wir müssen hier... Was war das? Ach, hier ist so ein... Das ist ein Gegner. Ah, oh, den sehe ich gar nicht. Ich glaube, wir müssen hier hoch, um dann hier oben das kaputt zu machen. Oder? Kann ich so, so schon? Zack. Ja. Damit hier die Höhle einstürzt, sozusagen. Wer ist er denn? Geh weg. Ah. Ja, genau. Wir müssen der Schlange quasi den Stein auf den Kopf hauen. Aber das ist schon mächtig, dass die One-Hit macht. Also das ist... Schlangen und riesige Schnecken. Was kommt als nächstes? Was ein kommt als gigantisches, gegrilltes Schwein, hoffe ich. Wer sind diese seltsamen Leute? Wer sind ich behalte sie besser im Auge. Was machen die? Was können die? Zauber.